So, da sind wir wieder bei Rogue Legacy. Und nun suchen wir uns mal wieder einen Erben aus. Wir haben eine Barbaren-Queen, die schneller laufen kann. Ein Paladin, der Angst vor Hühnchen hat. Und eine Barbaren-Queen, die nichts hat. Ich nehme mal die Barbaren-Queen hier. So, und mit dem Geld gucken wir jetzt erst einmal. Würde ich gerne hier hingehen. Neue Runen angucken. Genau, hier ist nämlich noch eine Wolf-Rune, die ich gerne hätte. Damit können wir jetzt einen Dreifachsprung, was nützlich ist. Schwert kein neues. Rüstung bleibt auch so. Und die hier. Haben wir noch genug, um die wieder auszurüsten? Ja. So, dann werden die mal wieder ausgerüstet. Und dann geht's mit 15 Gold ab zu Sharon. Und wieder in das super tolle Schloss hinein. Mal gucken, wie weit wir dieses Mal kommen. Aua. Na, das ist schon mal kein guter Anfang, wenn uns der Charit hier trifft. Aber wir kriegen ja zurück genug Lebenspunkte wieder. Ach nö. Ein Raum voller Stacheln, das hasse ich. Vor allem, wenn ich die Stacheln dauernd treffe. Und dann auch noch ein Zombie auf ihnen steht. Wow. Da hinten gibt's nichts eigentlich, so wie das aussieht. Außer einem Frostmagier. So, zerstören wir das Mobiliar mal. Da gibt's Chicken. Und ich darf nicht vergessen, ich habe jetzt den Dreifachsprung. Ja, gehen wir mal hier lang. Und hier ist nichts außer einem Charit, der einiges mehr aushält mal wieder. Man merkt echt, dass der Barbar im Gegensatz zu seiner Natur etwas schwächer ist. Oh, ein okay, jetzt haben wir Hermes Boots. Jetzt können wir wieder schneller laufen. Gucken wir mal hier runter. Nein, ich will da runter. Nein, nicht mich eineisen. Böser Frostmagier. So, du zauberst gar nicht mal erst. Und der korrupte Ritter kommt auch weg. So. Geht ja aber gar nicht, dass die hier so korrupt sind. Na, gucken wir erstmal hier oben. Aua, das war gemein. Mitten in die Weichteile. Ah, dafür haben wir den erledigt. Es ist gemein, dass in den Truhen hier im Schloss so wenig Gold drin ist. Wow. Da wollen wir einige an die Pelle. Du bist kein böses Bild. Aber da steht eine Guardbox. Irgendwie komisch. Ah ja, die steht auf der Schräge. So, Magier tot. Und dann den grauen Ritter erschlagen. Ich kann mir vorstellen, da links geht es in Richtung Glades of Darkness, oder? Nein, hier ist ein abgeschlossener Raum mit der Truhe. Die wollen wir doch haben. So, wir müssen den Skelettknochen ausweichen. Und die mal hernehmen, ohne auseinanderzufallen. Ah ja. Die werfen sicherlich mit Knochen von anderen. Und ja, als Barbar geht das ziemlich toll, dass
farmen, weil wir ziemlich viel Lebenspunkte haben. Und das sogar mit Rune. Mit Blutausrüstung. So, hier geht's in die Lands of Darkness. Da will ich aber mit Level 42 definitiv nicht hin. Mein eigentliches Ziel ist der Wald oder ein bisschen Maya-Gebiet. Dann können wir ja nur hier lang. Wow. Aua, das war gemein. So. Das war meine Rache. Wow. Hier dürftest du mich nicht treffen. So. Nö, der Feuermagier. Kommt hier oben noch mehr? Nö. Gucken wir mal hier. Hier ist ein Ritter, ein Auge und ein Eismagier. Und sonst ist in diesem Raum nichts. Also nur ein paar Lebenspunkte. Ja. Das hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt, aber ich habe es trotzdem gemacht. Aua. Ich mag das nicht, wenn die Stacheln immer zu früh aus dem Boden kommen. So. Hier kann ich Gegner wieder one-hitten. Weil es gut ist. Kriege ich schneller Leben wieder. Da du was? Ah. Und sein Bruder hat sich bei mir gerecht für ihn. Boss-Tür. Die ist verschlossen. Weil wir den Boss ja schon erledigt haben. Dafür können wir aber doch das war das. Aua. Schon wieder ein Doom was. Das Gold und das Leben dort abstauben, wollte ich sagen. Aber du bist ein Doom was, das habe ich gesehen. Und der Knochenkopf hier hält ein bisschen mehr aus. Ja, wir kommen langsam wieder in die Gebiete mit den stärkeren Gegnern. Du bist kein Doom was. Uah. Da oben ist eine Truhe, die will ich haben. Vorausgesetzt, der da tötet mich nicht gleich aus Unfähigkeit. Komm, schieß. Höchstens halt die Guardbox ist immer noch nichts aus. Und ich darf nicht vergessen, ich habe einen Dreifachsprung jetzt. Genau. Der ist eigentlich irre praktisch, der Dreifachsprung. So. Du warst weg. Das Ding noch weg. Das ist kein Doom was. Und dann mal nach hier oben gucken. Hier ist eine Guardbox und da oben ist ein Zombie und. Ach du heilige Scheiße. Bläschen. Ja. Immer schön den Boden als Schutzschild benutzen. Und gleich hier den Chaos machen. Zombies weg, ohne dass sie uns anknabbern. Und was ist in der Truhe drin? Noch mehr Gold. Jawohl. Und wir sind schon über 2000, immer noch im ersten Gebiet. Ah, hier hoch geht's noch mal, ja, oder? Ja. Wobei ich nicht mal weiß, ob unser Barbar für Maya geeignet ist. Wow, genau deswegen. Wow. Erster getötet. Die Pyriten halten nämlich schon ein bisschen mehr aus. Und wir haben Ranger Bracers gefunden. Aber nee. Für Maya fühle ich mich mit den Barbaren jedenfalls nicht stark genug.
Deswegen zurück zum Boss. Komm. Und dann geht's hier oben erst einmal nochmal lang. Ich bin nämlich hier unten, hier ist ein abgeschiedener Raum. So, da sind noch ein paar Gegner drin. Wir sind schon unter 50% Lebenspunkte. Das ist gar nicht gut. Das Bild ist nicht böse. So, dann wieder hier zurück. Mal nach da oben gucken. Ein Tagebucheintrag. Was schreibst du denn? Tagebucheintrag Nummer 5. Er kann, also er schreibt, dass er nicht mehr durch das Haupttor raus kann, aber es interessiert ihn nicht wirklich. Er will seine Pflicht erfüllen und will nicht mehr nach draußen. Und er schreibt darüber, dass die ganzen Karten, die er gefunden hat, überhaupt nicht mit seinen übereinstimmen. Aber er hat sie alle miteinander verglichen und herausgefunden, dass es eine Ähnlichkeit gibt. Also dass der Wald rechts ist und der Turm oben, also das Maya-Gebiet. Und was unten ist, ja, er hofft, dass er es nie herausfinden wird. Nein, da geht's auch zum Maya-Gebiet. Nicht, nee. Take no damage. So viel dazu. Blöde Stacheln. Und ich könnte langsam wieder mal etwas Chicken vertragen. Aua. Blöder Blumenkohl. Oder Rosenkohl oder Stahlkugel oder was auch immer. Ah. Blöde korrupte Ritter mit ihren Schockwellen. Oh, Mist. Der stand da aber auch echt gemein. So, hier geht's zum Wald. Und da wollen wir auch eigentlich hin. Dass wir hier irgendwo noch mal Hühnchen finden, vor allem. Ist mit unseren aktuellen Lebenspunkten nämlich schlecht. Kopfloses Pferd. Ist das der einzige Gegner hier gewesen? Das glaube ich doch jetzt nicht, oder? Nein, da ist noch so ein Wolf. Wargding. Und Ranken, in denen nichts ist. Aua. Ah, das ist ein gemeiner Raub. Ich will hier raus. Da bin ich mitten in die... Aua. Und da wurden wir von einem Warg getötet. Aber es war ein guter Run. Assassin Lich. Und ein Paladin ohne irgendwas. Also die Assassin. Nee, nicht unbedingt. Nehmen wir Lady Stephanie, die zweite, den Paladin. Ja. Erstmal den Lich upgraden. Jetzt kann er nämlich... sein Mana, seine Lebenspunkte in Mana umwandeln. Was sehr, sehr schön ist. Und Rüstung erhöhen wir mal. Und er hat neue Ausrüstung für uns. Was hat er denn? Ah ja, er hat die Ranger Limbs. Die brauchen wir aber nicht unbedingt im Augenblick. Was hat sie Tolles? Sie hat hier die Haste Rune. Und ansonsten auch nichts Neues. Und Sharon kriegt 71 Gold von uns. Dafür kann er sich Nice kaufen.
Wobei ich mir schon gerade überlegt habe, ob Sherman nicht einfach das Gold nimmt, was uns abknüpft und in der Burg wieder versteckt. Weil irgendwo muss das ganze Geld ja herkommen, was wir finden. Ich denke, das ist das ganze Gold, was er Abenteurern abnimmt. Und einfach hier wieder reinstopft. Oh. Jawohl, ich hab's über geschafft. Und wow, das war jetzt aber, war es Luck oder war's? Nein, das war definitiv Glück. Wow. Aber dem ersten bin ich ausgewichen und ins zweite bin ich reingesprungen. Blöde Kanone. Ach nö, was soll das hier jetzt sein? Mach doch sowas nicht mit mir. Was zum... Hier ist ein riesengroßer Raum eingezeichnet, aber es ist nur ein Gang. Das war jetzt mal der größte Trollraum, den ich je gesehen habe. Aua. Und in solchen Fällen hätte ich gerne die Dash-Rune. Ah, das hier ist ein gemeiner Raum. Boah, da hat mich jetzt der Dreifachsprung gerettet. So, immer schön das Mobiliar zerstören. Und leere Ritterrüstung erschlagen. Oh, dich. Die schaffen wir jetzt auch mal. Genau. Und was kriegen wir Schönes? Bluthelm. Ich habe mir was Goldeneres vorgestellt. Aber wir haben ihn endlich mal geschafft, den bösen Boris. Gut. Das war ein Unwas, das habe ich doch gleich gesehen. So. Noch ein Unwas und ein Zombie. Und die Münze, da hätte ich gerne. So. Du bist auch ein Unwas. Und du bist die Münze, die ich gerne hätte. Wow, wow, was ist denn das hier für ein sadistischer Raum? Habt ihr das gerade gesehen? Der Ritter hat gerade Selbstmord begangen, der korrupte Ritter. Auch nicht schlecht, oder? Du bist ein Dummwas. Aua. Da bin ich selber in die Stacheln gelaufen. Du bist ein Dummwas. Und ja, mit dem Paladin läuft das doch schon mal viel besser als mit dem Barbaren. Weil wir eigentlich viel mehr One-Hitten können. Im Shinobi würde es noch besser laufen, aber da hätten wir halt weniger Life. Und ja, weil wir so toll sind als Paladin, springen wir gleich zweimal denselben Zombie. Wow. Stacheln und ein Doomwas. Ja. Du bist kein Doomwas. Aber du bist fast voll mit Gold. Du könntest ein Doomwas sein, aber du bist keiner und du bist ein Fass, was unter mir zusammenbricht. Wow. So. Aber wir haben bis jetzt noch nicht besonders viel Gold gemacht. Ah, aber das ändert sich hier jetzt. Man muss nur meckern. Ein bisschen Chicken und Mana, was ich eigentlich gerade gar nicht benutze. Ich sollte mal öfter mit Äxten werfen. Wow. Du. Böses Ding, du. Der war jetzt gerade garstig.
Oh, da sind jetzt Münzen in der Wand. Und dass du ein Doom warst, bist, das habe ich gesehen. Wow. Du schleuder dich dauernd deine Sonic Blasts hier rum, das ist gefährlich. So, hier ist noch eine Truhe. Aber erstmal das Besauge loswerden. Mal gucken, geht's hier oben nach Maya? Ja, hier geht's nach Maya. Das bedeutet wieder Lebenspunkte für uns und das Maya-Gebiet erstmal wieder ignorieren. Das ist doch jetzt wohl ein Scherz, oder? Oh, noch ein Tagebucheintrag. Nummer 6. Er beschwert sich darüber, dass er die Dunkelheit nicht mag. Und dass er seine Feinde lieber auf offenem Feld trifft. In Sichtweite. Aber jetzt ist er in diesem abgedunkelten Bereich. Und muss seine eine Hand immer ausgestreckt haben und die andere an seinem Schwertgriff. Und er weiß nicht, was für Horrors hinter der nächsten Ecke lauern. Jetzt gibt er an, er behauptet, der größte Schwertkämpfer des Landes zu sein und er hat trotzdem Probleme mit den Dämonen in diesem Gebiet. Und jetzt sagt er, dass seine Geschwister dankbar sein sollten, dass er vorausgegangen ist, weil es für sie halt wahrscheinlich unschaffbar wäre. Sie hätten nicht die Fähigkeiten, diese Hallen zu überleben. Ja, der ist ziemlich voreingenommen. Wow. Ich bin hier sofort wieder raus. Da war ich etwas zu neugierig und diese Neugier wurde bestraft. Lieber hier. Wow. Ich dachte, ich könnte ihn mit einem Schlag töten. Und jetzt bringt mich gleich dieser blöde Kurit um. Nein, doch nicht, noch nicht ganz. Blöde Rostmagier. Die sind am anstrengendsten. Aber hey, der Run läuft schon mal wieder gut. Wir haben fast 2000 Gold gemacht bis jetzt. Und wir leben noch. Noch ein Tagebucheintrag. Nummer 7. Es ist immer noch Nacht. Und an jenem Fenster starrt derselbe melancholische Mond auf ihn. Aber er schwört, dass er schon mindestens einen ganzen Tag hier herumläuft. Er schiebt es aufs Adrenalin. Und er hat sich noch niemals so so mächtig und so stimuliert stimulierend herausgefordert gefühlt. Ja, tolles Deutsch mal wieder. Und es wäre berauschend, durch diese Räume zu stürmen und alle Gegner umzuhauen. Und es fühlt sich für ihn so an, als ob sich die Gegner für ihn anpassen, als ob sie ihn trainieren, führen und beobachten. Und er sagt, dass sich das verrückt anhört. Es hört sich verrückt an, dass das Schloss ihn wahrscheinlich selber verschlingen will. Beziehungsweise, dass es einen gemeinen Willen selber hat. Und dass er denkt, dass das Design der Hallen ihn selber so gemacht sind, dass sie ihn in eine Falle führen. Und dass er aufpassen muss. Aua. Und die kann ich schon nicht mehr one-hitten.
Also. Komm hier runter. Ich will nicht von der Guardbox getroffen werden, während ich auf dich einhaue. So. Du korrupter Ritter kannst weg. Mr. Bones kann auch weg. Aha, ich spring dir auf den Kopf rum und du kannst nichts dagegen machen. Ja, so können uns die korrupten Ritter auch nicht gar nicht treffen, wenn wir oben auf ihren Köpfen rumspringen. Wo geht's hier lang? Lands of Darkness, da will ich gar nicht lang. Das ist aber mal ein komischer Eingang in die Lands of Darkness. Wow. Dann geht's wohl hier drüben langsam in den Wald. Und hier kann ich die Gegner schon wieder one-hitten, weil sie hier nur Level 11 haben. Abgesehen von den bösen Rittern. Die sind noch etwas stärker. Aber durch die Wette schießen ist unfair. Dafür kann ich euch one-hitten. Aua. Das war so nicht geplant, aber egal. Aha, du kannst nur gegen die Wand schießen. Oben ist eine Truhe, dann gehe ich erstmal wieder oben rum. Genau da hinten ist eine Truhe. Und schon wieder Hühnchen. Das wird diesmal ein wirklich guter Run. Vorausgesetzt, ich sterbe jetzt nicht hier in dem Stachelraum. Magischer Schaden erhöht um 1. Das war jetzt eigentlich nicht so nötig. Weil so oft benutze ich Zauber eigentlich gar nicht. Könnte ich ja mal. So. Naja, ich werde gleich wahrscheinlich im Wald sterben. Vorausgesetzt, ich finde den Wald irgendwann mal. Und was? Gold. Wir haben gleich 4000 erreicht. So. Die ich auch noch töten. Und da geht's in den Wald. Nahrung. Wow. Nicht vom untoten, vom kopflosen Pferd umrennen lassen. Der Tolter hat am besten in den Rücken schlagen. Skelettbogen schütze ich wieder runter. Die Skelettbogenschützen hier sind echt tolle Schützen. Die schießen einfach geradeaus hoch. Fury umhauen. Aua. Stirb. Der Blazelock konnte durch die Wände schießen. Das ist gemein. Der Heilschrei hält uns noch länger am Leben. Wenn das so weitergeht, versuche ich mal den Boss in diesem Run. Bei dem Glück, was ich... Aua. So viel dazu. Und hey, da hinten ist der Weihnachtsmann. Stirb. So, genau, du auch. Und gib mir Gold. Wow, fast 5000 haben wir schon. So, du gehst weg. Du nervst nämlich nur. Defeat all enemies. Ja, das dürften wir ja noch hinkriegen. Boah, wenn der Wave uns leben lässt. Und nein, er hat uns getötet. Der Wrath, der Zorn. Aber wir haben einen guten... Wir haben ihn auch doch getötet. Win-win, ha. Gut, dann würde ich mal sagen...
machen wir hier wieder mal einen Cut. Bis gleich.